So, hallo Dani, hallo Xyrem, hallo all die anderen. Herzlich willkommen zurück zu einem zu einer neuen Runde Guild Wars 2 und wir machen heute das Fest der vier Winde unsicher. So, Mensch, reden will gelernt sein. Hi, ja, hi, na? Aber vorher wollen wir natürlich wieder den Anfangsquatsch machen, den wir immer machen. Post gucken, falls Regie Post hat. Eins habe ich, aber ich glaube dann nur von dir. Okay, das ist dann von mir. Ich habe ihr Sachen geschickt, die sie mir dann schickt. Ja, Zero Sinn. Jetzt muss ich erst mal gucken, was das überhaupt ist. Medaillon, Berserkerhafte. Aber ich habe nämlich schon gesagt, dass ich das eigentlich behalte und einfach verkaufe. Ja, ja. Ja, ich habe mein Inventar jetzt aufgeräumt und einiges festgestellt. Ich habe 5 Ätherschlüssel. Hier steht zum Benutzen Doppelklick. Doppelklick, um 5 Ätherschlüsselteile zu einem kompletten Ätherschlüssel zusammenzufügen. So, ich habe jetzt einen Ätherschlüssel. Was mache ich damit? Zum Öffnen der Äthertruhe im Zwielichtgarten. Okay. Was ist der Zwielichtgarten? Ich glaube, da, war das nicht da in Löwen. Ach ja, ich kann hier nicht auf die Karte zugreifen. Was ein Trick. Ah, doch, doch, doch. Löwenstein. Ja, das ist Weg des Rohlings. Wo ist denn der Zwielichtgarten? So, die Sachen habe ich dir geschickt. Und ihr seht, ich habe auch mein Inventar aufgeräumt. Guck mal, wie schön leer das ist. Ist das nicht toll? Ich muss mal kurz Google einschalten. Was? Zwielichtgarten. Zwielichtgarten. Na gut, dann haue ich mir nochmal den Bauch voll mit dem leckeren Essen, das wir hier so haben. Verkosten ist was Feines. Ach so, das ist ja das Gleiche wie das andere, ja. Okay, das ist interessant. Das heißt, wenn hier der Wald ist, der Bergsumpf. Ist das der Bergsumpf? Nee, achso, nicht da, nicht da. Hier, Bergsuhlensumpf, ja. Da ist der Zwielichtgarten. Doch, da, Wegmarke Zwielichtgarten. Wäre cool, wenn wir da irgendwie mal heute auch noch zwischendurch vorbeischauen. Der Schlüssel ist für die Endtruhe in einem Dungeon. Herausfordernd. Oh, okay, dann nicht. Dann? Ich bewahre mir den Schlüssel auf. Achso, ja, übrigens, wir haben jetzt ganz toll einen Zero-Kill-Counter eingebaut. Also ich habe ihn erstellt endlich. Guckt mal unten in die Info rein, da habe ich Chatbefehle zu stehen. Und da seht ihr auch, wie ihr zählen könnt, ob Zero gestorben ist oder nicht. Ach, da bin ich schon gespannt. Mal sehen, auf wie viele wir heute kommen. Jetzt ist aber die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich heute? Weil wir haben ja beim letzten Mal das Rennen eigentlich schon gemacht. Können wir höchstens heute nochmal mitmachen, indem... Ja, wir können zum Labyrinth. Zum Labyrinth? Welches Labyrinth? Beim Zeppelin gab es doch 2 Orte, wo wir hinreisen können. Stimmt, ja. Weißt du noch, wie wir da hinkommen? Ja, zurück nach Löwenstein. Okay, aber ich habe noch eine Truhe, und zwar die bronzene Boss-Blitz-Truhe. Und da war drinne ein Helm, den ich nicht tragen kann, 2 vergoldete Schatullen zum Öffnen Doppelklick, okay. Da war nochmal mehr Zeug drin, das ich nicht tragen kann, cool. Oh, ein netter Dolch. Kann ich den in meine Nebenhand tun? Aber erfordert Stufe 26. Jetzt habe ich eine Maske, die ich für 26 tragen kann und ein Dolch, mit dem ich... Ja, das ist doch kacke. So, cool. 4 bestickte Geldbörsen. Alter, wie viel Loot ist denn da drin? Wozu habe ich alles aufgeräumt? Oh! Oh, ich schick dir mal kurz was. Ich meine, bevor ich dir jetzt irgendwie groß was erzähle, kann ich es dir auch schicken. Mach das. Ich merke nur gerade, dass der Counter gar nicht funktioniert. Warum? Okay, alles klar. Jetzt funktioniert er. Aber nicht nochmal testen, bitte, Leute. Weil sonst zählen wir Tode, die gar nicht passiert sind. Ich wusste nicht, dass man den ersten starten muss. Jetzt habe ich es aber. So. Ich hatte nämlich einen Bogen drin. Und den kannst du dann einfach direkt vergleichen. Kurzbogen 26, ja. Sollte besser sein.
Oder du hättest ihn auch einfach in Chat schreiben können, nur so nebenbei. Ja, aber das Ganze erstmal eingeben, nee, ich schick's einfach direkt ab, geht schneller. Ja, wieso eingeben? Du brauchst doch bloß Enter, Shift, auf den Bogen klicken, Enter, fertig. Ja, oder ich klicke aufs Item und drücke auf Verschicken an Regie. Was? Ja, ganz genau. Ach so, da, stimmt. Oh, das ist ja praktisch. So, ich öffne mir mal heute ein bisschen Glück. So, aber ich kann ihn erst im nächsten Level tragen. Das ist ein bisschen schade, aber egal. Ja, ich habe zwei richtig gute Dolche. Die ziehe ich im nächsten Level an und dann bin ich richtig stark, ey. Ja, nice. Und solange trage ich halt diesen komischen schwulen Zauberstab. So, aber ja. Du wolltest mir jetzt noch sagen, wie wir jetzt zu diesem Labyrinth kommen. Und wir gehen zurück nach Löwenstein. Also du klickst auf der Map, auf die Oberfläche. Oh, dann reisen wir nach Löwenstein. Es gibt wahrscheinlich noch einen besseren Weg. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung, wie komme ich da jetzt hin? Auf die andere Map. Ja, unten rechts hast du doch die Untergrund und Obergrund, diese zwei Platten. Ja. Wenn du auf den Obergrund klickst, kannst du dann auf der Karte reisen. Ah, okay. So, und wohin nach Löwenstein? Ich habe schon drauf geklickt, irgendwie unten links irgendwo was. Meinst du da, wo wir beim letzten Mal waren? Ja. Okay. Ja, sorry Leute, ich glaube, bei der Wärme jetzt aktuell bin ich in meinem Kopf ein bisschen ballerballer. Das heißt, so gewisse Sachen dauern heute ein bisschen länger. So, solange du hier nach oben läufst zum Zeppelin, kann ich ja mal die Fähigkeiten testen, die ich jetzt habe. Ah, stimmt, das hatte ich beim letzten Mal schon getestet. Keine Ahnung, was das ist. Hat irgendwie nichts gebracht. Hey, Moa, sei mein Spielzeug. Sei mein Spielzeug. So. Okay, ich kann den Moa, glaube ich, gar nicht angreifen, oder? Nee. In der Stadt ist nichts zum Angreifen. Das ist voll gemein. Nee, egal. Was habe ich noch? Das ist die Ulti, die irgendwie ein bisschen lame ist. Gut, das kennen wir ja schon. Aber ich kenne Zugriff auf das 4 doch. Ach, das ist das. Okay, ja. So, ich bin da. Hallo. Ja gut, dann lass uns mal zu Led Zeppelin hier gehen. Labyrinthlippen. Yay. Mal gucken, was wir da machen können. Ansonsten können wir ja mal gucken, ob wir unsere Punkte ausgeben können, die wir bekommen haben. Ja, mal gucken. In Löwenstein gibt es ja diesen komischen Typen, der Eventzeugs verkauft. Ja, mal gucken. Ich meine, ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass diese Duelle nur 1 versus 1 sind. Das heißt, die können wir jetzt nicht wirklich zusammen machen. Weißt du, wo man sich diese Marken kaufen kann? Oh, ist ganz schön bunt hier, ne? Hui. Ja. Auf jeden Fall. Aber hübsch. Aber ich muss sagen, der Kontrast ist schon ein bisschen... Ja, ein bisschen übertrieben. Meine Farben sind richtig so seltsam. Jo. Also es kommt nicht von uns, wir waren es nicht. Das ist hier alles so. Meister der Sonne. Was haben wir hier? Willkommen beim Fest der vier Winde. Ich bin der Meister der Sonne. Ich führe und lehre gemäß meines Aspektes. Okay. Ja, nö, quatsch mal. Weiß nicht, hier ist wieder irgend so ein Rennen. Jo. Ja, ich bin dabei. Yippie. Wird schon direkt trinken. Refugium Sprint. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Was? Prescht, springt und kämpft euch bis zum Ende. Sammelt Kristalle, um Ausdauer und Geschwindigkeit zu erhalten. Okay. Die Platzierung beim Zieleinlauf wirkt sich auf die Bonuspunkte aus. Okay. Findet Power-Ups, um eure Fähigkeiten zu verbessern oder freizuschalten. Ah, guck mal, wir haben unten Fähigkeiten. Ne, ich sehe schon. Sprung. The fuck? Wieso? Holy. Eine erhebende Vorführung. Ihr habt euch selbst übertroffen. Hä? Punktzahl persönlich. Ich hab noch gar nicht angefangen.
Lichtbresche prescht mit Lichtgeschwindigkeit vor. Okay, ist so wie so ein Sprint. Blitzzug. Verwendet Blitz, um euch selbst an den Zielort zu ziehen. Okay. Ey! Ich glaube, das war schon vorbei, das Rennen. Ja, es ist sehr kurz. Sehr, sehr kurz. Du läufst um die Ecke und hast das Ziel. Ich meine, was? Nee, das glaube ich nicht. Ich bin nämlich gar nicht gelaufen und komme jetzt gerade wieder zurück. Ich bin um die Ecke gelaufen und war beim Ziel. Grüß euch. Ach, ich gehe jetzt nochmal hin, hallo? Okay. Ja gut, mache ich nochmal mit. Hallo? So. Oh, jetzt sind wir woanders. Okay. Aspektmeister, ja gut, den Rest haben wir noch gar nicht. Ja, wieso nicht? Also Kristalle sammeln, definitiv, ist klar. Münzen sammeln. Hey. Verdammt, ich habe was verfehlt. Egal. Sowas sammeln. Ah, hui. Ah, okay, alles klar. So, das ist hier wie so ein bisschen Mario Kart, würde ich sagen. Erinnert mich gerade so ein bisschen dran. Hui. Oh nee, nein. Was? Achso. Genau, da kann ich mich dahin ziehen. Okay. Holy. Nein. Ah, das ist wirklich verdammt. Ich habe den Kristall wegen ihm nicht bekommen. Kontrollpunkt. So ein Arsch. Oh, das Wasser verlangsamt mich. The fuck. Ja. Okay, man kann nicht gleichzeitig springen und sprinten. Oh. Ja. Und vor allem kann man auch nicht sprinten und gleichzeitig lenken. Oh, dieses scheiß Wasser. Wie komme ich denn jetzt darüber? Springen. Rüberziehen. Du kannst dich doch ziehen. Okay, wie denn? Mit dem Blitz. Mit der 3. Da stellst du dich Richtung dieses komische Blitzteil. Okay. Und dann kannst du dich darüber ziehen. Ey, das ist voll lustig. Ich liebe das wirklich an diesem Spiel, dass man diese ganzen verschiedenen Aspekte haben kann. Hey. Und ich bin sogar Nummer 7, immerhin. Der Wahnsinn. Oh, ich bin Platz 10. Ich bin besser als Zero, Leute. Ich bin besser als Zero. Ja, du warst hinter mir, obwohl ich sehr spät angefangen habe. Und nur weil ich hier nicht weiterkam, hast du mich überholt. Ja. Siehst du? Hui. Ich traue mich gar nicht mehr zu sprinten, ne? Wieso bin ich jetzt 20. Keine Ahnung, weil ich vielleicht noch mehr Leute überholt haben. Ich glaube, dass da oben. Nein. Nee, ach so, nee, das. Nein! The fuck ist das denn? Oh no. Oh. Nein! Was denn? Wo siehst du überhaupt den Platz? Keine Ahnung, es wurde mir gerade angezeigt. Achso. Einfach so. Weil ich sehe da oben 2060 und ich weiß nicht, was das bedeutet. Und wieso ist das außer Reichweite? Das ist doch kacke. Okay. Hallo, also Schatzi, tschüss. Ja, tschüss. Es ist schön, dass du jetzt was genau machst du das da? Gleiche. Ich stehe hier und weiß nicht, wo ich lang soll. Also, ich sehe es, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Also, ja, natürlich, ich sehe es auch, wo ich hin soll, aber... Ah. Okay, ich hab's geschafft. Ja, wie denn? Na, mit der 3. Ja, das funktioniert. Ah doch, da. Doch. Oh Gott. Was war das denn? Keine Ahnung, das war wahrscheinlich irgendwie so ein Blitz. Wie bei Mario Nein. Kart. Aha, ich hab dich geholt. Lappen. Nein. Hä? Bin ich hier falsch? Hä?
Wieso zeigen die Pfeile jetzt in die Richtung? Weil du falsch gelaufen bist vielleicht. Wer weiß. Ja, ja, ja. Ich laufe dir einfach mal hinterher. Oh, da. Ich lauf dir jetzt einfach wirklich hinterher. So. Ne, weil ich es besser drauf habe als du. Gar nicht. Ui, wo ist es zum verwirrend? Ihr seid Nummer 7. Verdammt. Das war um ein Platz. Oh nein. Ach so, ja. Das, was ich vorher auch hatte. Der Sprint ist verdammt lang. Ja. Au. Hallo? Oh Gott! Aber du musst sagen, es macht schon Spaß. Ja, ist schon irgendwie funny. Und schon habe ich dich wieder überholt. Ja. Oh mein Gott. Wir haben noch 2 Minuten, wir müssen uns beeilen. Ja, ist schön. Nein, nicht runterfallen. Ich bin Platz Nummer 10? Mich hat doch niemand überholt. Wie ist das möglich? Ihr seid Platz Nummer 10. Okay. Du mich auch spiel. Vielleicht sind wir in die falsche Richtung gelaufen oder so. Also ich nicht. Kontrollpunkt 5. Wie viel Mann! Drecksblitz. Ach, da gibt's noch mehr. Was ist das denn? Yay. Yay. Okay, man kann hier tatsächlich rumballern. Ah. Oh. Teleportisch. Ah, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Alles klar. Was ist das denn? Keine Ahnung. Das sind die Fähigkeiten von den anderen. Das ist lustig. Das ist wirklich witzig. Weißt du, was macht die Null? Oh! Ah, ehrlich. Nein! Au! Wo bin ich? Wie komme ich weiter? Ah, geerdet. Wie kannst du so hoch springen? Hä? Wer lernt den nächsten davon mit der 1? Nee, kannst du nicht. So hoch kannst du nicht springen. Und dann vielleicht, weil ich die ganzen Sachen eingesammelt habe. Das verstärkt Fähigkeiten. Ah, okay, man muss switchen. Nee, ich bin ja vor dir. Ach so. Wie meinst du, was meinst du mit switchen? Ja, ich weiß es nicht. Ah, da bist du. Hallo. Wie bist du denn hergekommen? Bin ich in die falsche Richtung gelaufen? Nein. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja, bin ich. Oh Gott, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Wieso springt denn der eine Typ rückwärts? Warum? Der hat mich voll in die Irre geführt. Er hat dich getrollt. Ach, du bist halt nicht der einzige Troll auf der Welt. Und plötzlich sehe ich dich. Wie bist du vor mir gekommen? Yay, ich hab's geschafft. Hier ist eine Truhe für mich. Eine erhebende Vorführung. Ihr habt euch selbst übertroffen. Gar nicht. Was habe ich bekommen? Was ist das? Flüssiges Karma, okay. Schuhe, die ich nicht tragen kann, wie immer. Warum bin ich jetzt immer noch hier? Was ist das Rennen vorbei? Ja. Tatsächlich, ich habe es gerade noch geschafft. Obwohl ich rückwärts gelaufen bin. Mario Kart, nur ohne Kart und Mario. Genau, genau, Xyrem, genau das. Aber ganz ehrlich, es ist schon witzig. Ich finde es gut. Mir gefällt es. Ich fand es ein bisschen kacke, dass mich der eine irritiert hat, als er rückwärts gelaufen ist. Ja, das hat bei mir auch eine gemacht. Also wahrscheinlich nicht mit Absicht, aber sie ist zumindest auch rückwärts gelaufen. So, wir haben hier noch so eine Art Rennen hier. Da. Wer ist das? Du? Warte, gleich. Ja? Hier, da. Ziffi Aspekt Arena. Ganz kurz was trinken. Huch. Wie geht's? So.
Jetzt muss ich erstmal gucken, wo der Zero schon wieder ist. Der Schlawiner da. Wollen wir das auch machen, ja, ne? Immer mal reingucken, ne? Wir kommen beim diesjährigen Fest. Labyrinthklippen. Aspektarena. Wir werden hier alles austesten, was es so gibt. Ihr rennt durch Aspekttore, um Sonnen-, Wind- oder Blitzfähigkeiten-Sets auszuwählen. Oha. Bringt Kristalle zurück, um eure Leitungen aufzuladen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, gewinnt das Team mit dem höchsten Punktzahl. Okay, das ist hier. Es gibt Teams! Ja. Wir sind Team Blau. Ich sammle hier mal was ein und dann. Keine Ahnung, ich habe jetzt Fähigkeiten. Ich kann Blitze schießen. Guck mal, je nachdem, können wir unsere Fähigkeiten umstellen. So, ich habe jetzt Sonnenstrahl. Schießt einen Lichtblitz auf euren Gegner, heilt Verbündete, die er durchdringt. Je näher ihr dem Gegner kommt, desto höher der Schaden. Sonneneruption. Setzt ein Licht, was Sonnenlichtblitz frei, der Gegner in der Nähe blendet. Bastion. Erschafft eine Bastion im Zielgebiet, die Feinde schädigt und Verbündete assistiert. Instabile Nova. Setzt einen kleinen Stern frei, der jedem Gegner Schaden zufügt, der mach dich kaputt, Junge. Dann zu einem schwarzen Loch implodiert. Lichtgeschwindigkeit. Yay! Ich hab Lichtgeschwindigkeit. Ich weiß nur noch nicht, was wir damit hier machen können. Wie hat er mich umgebracht? Mit seinen Fähigkeiten. Habe ich doch auch. Ich habe die ganze Zeit Fähigkeiten auf ihn geschleudert. Ich habe nur ein Viertel von ihm abgezogen und der hat mich komplett getötet. Obwohl ich angefangen habe mit meinen Fähigkeiten. Tja. Das Spiel ist unfair. Ich hasse es. Ach, nur mit. Nein! Aha. Jetzt habe ich andere Fähigkeiten, okay. Fähigkeiten verändern sich immer. Weil ich wahrscheinlich im Nachteil wie bei Pokémon. Du einsammelst. So, sammeln. Du musst, je nachdem, welches Element du einsammelst, hast du andere Fähigkeiten. So, jetzt habe ich irgendeinen Punkt, bin scheiße langsam, okay. Cool. So, was habe ich denn jetzt? Luki! Lass mich in Ruhe. Nein. Oh. man sollte vielleicht nicht immer überall rüberspringen. Helft mir! Und einfach mal die Brücke nehmen. Versprochen, nächstes Mal nehme ich die Brücke, Leute. Oh Gott! Mein Team ist voller Affen. Keiner hilft mir. Tja, du musst doch mal alleine vorpreschen. Wir haben hier keine Leute. Wir sind hier zu dritt und die sind irgendwie zu zehnt. Also ich habe hier jemanden, mit dem ich jetzt hinterherlaufe. Einfach so. Hui, hat mich runtergeschubst. Der Game-Mode ist kacke. Ich mag den nicht. Nur weil du es nicht kannst. Nein, weil das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Weißt du, die Teams sind unausgeglichen. Natürlich. Ja, es ist normal beim PvP, ne? Das ist ja hoffentlich klar. Es ist doch kacke, ist das. Ich werde mich rächen an dir, du Bastard, ey. Stirb! Stirb! Ich hoffe, du kommst in das Haus von Drachenlord, ey. So. Ja, super. Das ist definitiv die richtige Strafe. Guck mal da oben, guck mal da oben, guck mal da oben. Also ich habe zwar jetzt irgendwie, warte, ich muss mich heilen. Irgendwie muss ich versuchen, mich zu heilen. Du heilst dich gerade automatisch. Ach ja, stimmt. Okay. Da! Du wirst mir nicht entkommen. Töte sie! Sie hat so einen Punkt. Guck, wie unfair das ist. Du kannst sie gar nicht treffen. Natürlich, ich treffe den die ganze Zeit. Jetzt bin ich. Ich weiß ja nicht, was du so machst, aber ich treffe ihn. Ich habe hier die ganzen Schaden gemacht. So, ich auch. So, okay, was machen wir jetzt? Kommt man da hoch? Ich weiß es nicht. Verzieh dich! Lass meine Freundin in Ruhe! Oh oh. Ey! Boah. Macht sie kaputt! Die hat kein Recht auf das so Leben! Dachte ich mir das. Ey, wir haben gewonnen! Doch haben wir!
Naja. Ach Gott, wir waren ja bloß... Guck mal, vor allem, die waren nur zu zweit und wir waren zu dritt, Leute. Überlegt euch das mal. Das war die ganze Zeit unterschiedlich. Mal waren die mehr, mal waren wir mehr. Wie, es geht weiter? Nein, ich will nicht. Oh, ich habe eine Truhe bekommen. Belohnung, ja, 14 auch. Festmarken. Aber ich will nicht. Ich auch nicht. Kann man hier auch irgendwie wieder raus? Hallo. Keine Ahnung, wegteleportieren geht anscheinend nicht. Lasst uns feiern mit einem kleinen magischen Kampf. Wie kommt man jetzt hier raus? Ich finde den Game Mode scheiße. Macht überhaupt keinen Spaß. Ja, genau, das war echt knapp. Das Rennen war echt langweilig. Geiler. Das hier ist irgendwie all. Ja. Das stimmt. Aber irgendwie habe ich auch jetzt keine Ahnung, wie man hier rauskommen soll. Ich auch nicht. Vielleicht muss man gewinnen. Ach, guck mal, nee, hier. Da. So wie du aus einer Instanz auch rauskommst. Achso, okay. Genau. Achso, ja, da. Siren. Genau, Türsymbol über der Minimap. Ja, ich werde jetzt nur kurz diesen Punkt abgeben, damit meine Leute wenigstens eine Chance haben. Ist mir doch egal. Ich glaube, ich werde angegriffen, so. Oder nein? Na gut, okay, dann haben wir jetzt schon mal zwei Sachen kennengelernt. Siehst du, ich habe Punkte gemacht, ich habe das Spiel gewonnen, tschüss. So. So, was ist hier? Ah. Oh. Das sieht irgendwie, guck mal, hier gucken sie alle zu, das sieht interessant aus. Oh, ups. Ich bin noch nicht da, ich weiß noch nicht, wovon du redest. So, also was ich sehe, ist da auf jeden Fall eine Wegmarke. Die würde ich mir gerne organisieren. Was war das denn? Wasserbomben. Wo bist du? Hier mitten in dem... Nein, ich verstecke mich vor dir. Ich verstecke mich jetzt in so einem Char. Du siehst mich nicht? Huch. Nimm das! Nein! Aber... Was hast du gerade für eine Sequenz angeguckt? Was ist das für ein riesiger Frosch? Ich hab keine Ahnung, was das war. Ich habe euch ja gesagt, ich schaffe das. Die Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft enttäuscht niemanden. Ich bin beeindruckt, Evan. Okay, ich gehe woanders hin. Ist langweilig. Schneller auf die Beine gestellt, als ich erwartet hatte. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich fast meinen, ihr hättet geahnt, dass wir das festhalten. Quarzkristall, cool. Okay. Sehr seltsam, dass es hier Sachen zum Einsammeln gibt. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht. Ich meine, wo hast du die Wasserbomben her? Das sage ich dir nicht. Warum? Ich will die auch haben. So, lass uns erstmal auf das Schiff gehen. Nein, sag mir, wo du die Wasserbomben her hast. Die liegen irgendwo Luftballons auf dem Boden in der Kiste. Die will ich auch haben. Schweinerei. Oh, das ist cool. Ah, das Schiff. Oh, das ist cool. Hier wollte ich schon immer mal rauf. Leute, das ist das Final Fantasy Schiff. Geil. Ich habe Fähigkeiten eingesammelt. Hab's benutzt. Bin gesprintet. Dadurch runtergefallen. Und jetzt ist hier irgendwie so ein komisches Rennen. Ich bin dabei. Ach, du warst es. Ja, spring runter. Hier ist ein Reittierrennen. Was? Geronimo! Ich lande da bestimmt nicht. Wie kriege ich so ein Reittier? Ihr seid schon angemeldet für das Rennen. Stillhalt! Ich bin wenigstens im Wasser gelandet und nicht gestorben. Das ist schon mal gut. Ich bin auch nicht gestorben. Wo haben die alle ihre Tiere her? Ich will auch so ein Tier. Na, irgendwo gibt's doch bestimmt wieder ihr seid so ein schon NPC oder so. Für das Rennen. Stillhalten. Keine Ahnung. Es geht bald los. Wir werden sie finden. Oder auch nicht. Was ist das hier? Ich will nicht wieder zu Fuß, vor allem nicht durchs Wasser. Nee, durchs Wasser wird es auch nichts. Haltet euch im Startbereich auf, wenn das Rennen losgeht, um euch zu qualifizieren. Reitest du jetzt? Nee. Nee, noch nicht, aber ich hab mich erstmal angemeldet. Hier ist der Typ an der Seite und irgendwo
müsste ja theoretisch wieder einer stehen, der Mounts vergibt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Verdammt. Ich will auch so ein geiles Tierchen haben. Ja, gut, das war's. Ach hier. Nee, doch nicht. Ich bin so traurig. Ja gut, so viel dazu. Sehr blöd. Hey, macht endlich! Das Rennen hat schon angefangen. Ihr solltet euch beeilen, ja, am Arsch. Keine Ahnung, kann ich irgendwie hier spezielle Reittiere gibt es hier vielleicht? Reittiere, nö. Für dieses Feature ist ein Upgrade auf Guild Wars 2 Path of Fire erforderlich. Na ja, gut. Damit haben wir also herausgefunden, dass dein Zuschauer recht hatte. Aber wo hast du jetzt gerade raufgeklickt? Auf Held. Auf was? Auf das. Einfach nur auf H, aufs Held. Und dann siehst du ja die Kategorien da. Hast du ja Skins für Gleitschirme und so weiter und unten ist du Reittier. Ach so. Ja, gut. Das ist ja traurig. Na gut, lass uns woanders hingehen. Ja. Ich weiß zwar nicht, wo du jetzt die Reittiere gesehen hast, aber gut. So, dann lass uns mal in Richtung Norden gehen. Da leuchtet ja so ein Wegpunkt. Ach, guck mal, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was, den Reittiertypen? Ja. Guck ihn dir an. Warte, ich komm zu dir. Da, willkommen meine Freundin. Im Namen wertgeschätzter Reittiertrainer aus dem Dorf des Suchers freuen wir uns, euch für einen kleinen Obolus von 10 Silber eure Dienste anbieten zu können. Schon kann ich fliegen. Wer hätte das gedacht? Ja, ja, nice. Es ist mehr Schweben, aber es ist ganz cool. Ja. Aber ich denke, wenn ich jetzt absteige, habe ich dann die 10 Silber umsonst ausgegeben? Stimmt. Da oben ist ein Himmelskristall. Das ist richtig cool, muss ich ja mal sagen, ne? Hier gibt's auf jeden Fall Dinge einzusammeln. Ja? Ja, ach so, ja, das habe ich schon gesehen. Hui. Du bist jetzt hingeflogen. Ich okay, wenn du absteigst, hast du 10 Silber umsonst ausgegeben. Ja, das hätte man sich ja fast schon denken können.